Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Mordvorstellung hier auf meinem Kanal. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute bei dieser Episode dabei seid. Wir haben ja ganz, ganz viele Mods inzwischen durchgeschaut, aber eine Mod darf natürlich nicht fehlen. Und der eingefleischte GTA-Fan, der weiß natürlich, was jetzt auf euch zukommt. Unten diese Einblendungen, die sind noch von der letzten Mod-Vorstellung, und zwar von Fallout 4. Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr möchtet, unter diesem Video. In der Playlist findet ihr auch ganz, ganz, ganz viele andere Mods zu Polizei-Mods, Krankenwagen-Mod, Feuerwehr-Mod und die Mod und die Mod und die Mod und die Mod und die Mod. Aber heute gucken wir uns was Tolles an. Die muss ich ja erstmal aktivieren, ja, damit ihr seht, wie das geht. Also wenn ihr euch die Mod herunterladen wollt, benötigt ihr Rage Hook. Das könnt ihr euch ganz easy runterladen. Ich habe alles wie immer unter diesem Video verlinkt. Und dann startet ihr GTA 5, Load Plugin gibt ihr ein und ihr gebt dann anschließend ein Classic Cam DLL und zack. Und genau, jetzt müssen wir die aktivieren. F12. Jo. So, ist aktiviert. So, passt auf. Es ist natürlich das Problem. Okay, genau. So, die ist aktiviert und dann könnt ihr mit Numpad, ja, guckt euch das mal an. Na, wem kommt das denn bekannt vor? So, ihr könnt auch ranzoomen, ja, hier. So, wenn ihr wollt. Aber ihr könnt auch rauszoomen. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Und ihr könnt jetzt so spielen, ne? Aber der Witz dahinter ist, ich zoome mal ein bisschen ran. Es ist einfach GTA 1, 2 und GTA London. Guckt euch mal an, ihr könnt euch hier Waffen jetzt auswählen. Ich wollte euch das unbedingt mal zeigen. Ist natürlich ziemlich schwierig, jetzt so zu spielen. Ja. Warte mal, wir müssen noch ein bisschen ranzoomen vielleicht. So vielleicht, guck mal, so ist cool. Wir spielen mit dem Franklin. Boah, ich habe auch einen Controller hier. Ich spiele lieber mal mit dem Controller. Wie gesagt, es ist mega schwer zu steuern. Also ihr könnt das immer ausprobieren. Und mir dann in die Kommentare schreiben, wie viele Sterne ihr erreicht habt. Das machen wir heute mal. So, mit Controller geht's einfacher. So, pass auf. Wir haben jetzt gerade ja logischerweise 0 Sterne. Das ändern wir jetzt einfach mal. Ist irgendwie lustig so zu spielen, finde ich. So was Neues. Pass auf, wir nehmen mal hier einen Rocket Launcher. Ist halt wie in GTA 1, 2 und GTA London. Oh, shit, was habe ich getan? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, ich muss logischerweise noch hochzielen. Okay, sorry, mein Fehler. Okay, so, da sind wir wieder. Alles wieder, okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz. Ich kann das wieder auch ändern, indem man die Taste 0 drückt. So, jetzt haben wir, nehmen wir die Waffe hier. Drücken wir wieder die Taste 0. So, da sind wir wieder. Alter, das ist super krass. Warte mal. Okay, jetzt gucken wir auf den Boden. Wir dürfen nämlich nicht mit dem rechten Stick hier spielen. Wir müssen tatsächlich nur laufen einfach. So. Ne? Steht ihr? Warte mal. Ey, das ist echt krass. So vielleicht? Ah. Okay. Springen. Ich guck mal, ob ich schießen kann. Man zielt irgendwie immer auf den Boden. Weil guck mal, wenn ihr so macht. So muss man ja spielen. Okay, wir können mal. Das ist so viel. Ey, ganz ehrlich. Die Steuerung ist eine Katastrophe, aber ich wollte euch diese Mod unbedingt mal zeigen. Können wir versuchen, ein Auto zu klauen? Warte mal, ich versuche nochmal hiermit. Boah, das ist mega krass zu steuern. So, guck mal. Hey, gib mal her da. Nimm mal den Wagen hier. Also, wie gesagt. Ladet euch mal die Mod runter, die ist ganz einfach zu installieren und ganz einfach zu deinstallieren. Und postet einfach mal, wie viele Sterne ihr damit bekommen habt. Ja, macht mal einen Screenshot und postet den bei Mafuyu LP an die Pinnwand. Oder auf gtanext.de oder bei Playmassive auf die Pinnwand, je nachdem, wo ihr das Video schaut. Und dann könnt ihr immer sagen, ich versuche jetzt einfach mal hier. Ich habe hier noch die Fallout-Mod installiert, wie gesagt. Das sieht so lustig aus. Man kann auch, wie gesagt, rauszoomen, ne? Ranzoomen, hier, zack, zack, zack. Aber man kann auch so spielen, guck mal. So hat man ein bisschen mehr Überblick. So war das ungefähr ja auch in GTA 1, ungefähr die Höhe. So, das Doofe ist, man hat eigentlich nie gesehen, was dann, oh, was danach kommt, ja. Man ist immer gefahren wie ein Bekloppter. Oh, shit, Alter. Können wir jetzt auch hier was schmeißen? Mal gucken. Ja, das geht, okay. So, die Cops kommen. Also wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Sterne zu kriegen. Schauen wir es, den LKW wegzuspringen? Warte mal. Können Sie ja mal versuchen. Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh, 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 oh. Okay. Ja, Mann. Crazy. Okay, die Cops kommen. Wir haben einen Stern, immerhin. So, ich fahre jetzt genau mal in die Arme von den Cops. Ey, wo sind die jetzt hin?
Die fahren weg von mir, die haben Angst. Warte mal, die kommen hinter mir, ne? Genau. Kommt her. Ich töte euch alle. So. Es ist so lustig eigentlich, da so zu spielen. Ist nicht jedermanns Sache, ja. Aber ist auf jeden Fall mal gewöhnungsbedürftig und mal ein Experiment, um zu gucken, wie lange man überlebt. Man kann natürlich dann auch sagen, komm, wir spielen mal so. Macht's natürlich viel einfacher jetzt. Aber so kann man auch lustige Videos drehen teilweise. Mit dieser Mod. Vorsicht. Oh! Okay. Scheiße. Ich komme nicht mehr zurück. Ja, wir haben ja noch Haftbomben. Mal gucken, ob wir damit irgendwas machen können. Zünde ich die nochmal. Achso. Oh! Habe ich die jetzt auf mein eigenes Auto gelegt? Warte, warte, komm, 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 komm. Batz! Nee. Ich habe mir selber in die Luft gesprengt. Auf jeden Fall wollte ich euch diese Mod einfach mal kurz zeigen. Ist eine simple Mod, die man wirklich ausprobieren kann. Und es ist sowas, da kann man auf jeden Fall mal selber gucken, wie gut man ist, wenn man von oben spielen würde. Deswegen ladet euch das Ganze runter. Oh, krass, guck mal. Guck mal, wie weit man rauszoomen kann. Wie soll man denn so spielen? Aber so kann man echt geile Videos eigentlich machen. Komm, geht noch mehr. Ich bash grad mal das Numpad. Numpad 2. So, guck mal. Wir bewegen uns gerade tatsächlich. Was man überhaupt nicht sieht. Ja, schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, ey, probiert es echt mal aus. Ist eigentlich ein lustiges Gefühl. Macht GTA 5 auf jeden Fall komplett von der Spielweise her anders. Weil so kennt man es ja eigentlich gar nicht. Und dann kann man einfach die Taste 0 drücken und man ist wieder back in town. Deswegen, schreibt es in die Comments, macht ein Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich habe nur 2 Sterne geschafft tatsächlich. Und ich empfehle euch bei dieser Mod echt einen Controller, sonst kannst du es voll vergessen. Ja, andere Mod-Videos findet ihr wie immer unter diesem Video. Und die nächste Mod-Vorstellung, die gibt es bestimmt schon in Kürze. Einfach diesen Kanal im Auge behalten, am besten abonnieren. Und ja, bis dahin, liebe Freunde, tschüss und postet eure Screenshots.